Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker, willkommen zurück bei Star Wars Battlefront bei der Beta. Und in diesem Teil spielen wir ein bisschen Top Zone und ich will ein bisschen quatschen über ein Ding, was ein bisschen für Unmut sorgt, und zwar den fehlenden Serverbrowser. Denn mit aktuellem Stand, also jetzt so Anfang Oktober, ist ja noch die Sache so, dass DICE sagt, es gibt keinen Serverbrowser hier bei Star Wars Battlefront. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, ah, so ein Schmarrn, was soll das, warum spart man das wieder ein? Und auch die Community hat eigentlich eher negativ darauf reagiert. Und ja, genau deshalb quatschen wir ein bisschen drüber. Muss ein bisschen zurückdenken, Serverbrowser, für was ist überhaupt gut, warum braucht man das überhaupt? Ich meine, für mich ist das ein bisschen ein Relikt der alten Zeit, denn wie ich halt früher auch online gespielt habe, so Zeiten Quake 1 und so weiter, war Serverbrowser natürlich sehr wichtig, damit man dann sehen konnte, welchen Server hat man denn, welchen Server kann man erreichen, welche Geschwindigkeit hat der, welchen Ping hat der. Das ist aber eigentlich heute faktisch nur mehr ganz, ganz bedingt notwendig, denn wenn du anschaust, die Server heutzutage sind ja teilweise allesamt recht gut erreichbar. Im Prinzip kannst du auch auf Server spielen, die schon ein Stück weit weg sind. Weil früher war es wirklich so, also bei mir jetzt hier, es hat das einen Server in Wien gehabt, da warst du schon mal froh, dass du dann erwischt hast, weil du dann einen Ping gehabt von über 100 herum oder 160. Und ist ja damals schon recht eine gute Sache. Aber heutzutage ist es ja so, dass du solche Serververbindungen ja auch schon hast, teilweise in Richtungen, wo wir von Entfernungen reden, USA, Ostküste und solche Dinge, wo man auch mit diesem Ping spielt, also wo es auch ohne Probleme funktioniert, obwohl wir über eine große Distanz spielen. Und ich glaube, deshalb ist das jetzt nicht mehr unbedingt mehr Argument, dass man unbedingt einen Serverbrowser braucht, weil, ja, es ist wurscht eigentlich. Ja. Die andere Sache ist natürlich die Frage, kann ich mir aussuchen, auf welcher Map das ich spiele oder beziehungsweise welche Settings diese Maps oder der Server dann hat. Und da ist natürlich schon die Frage, was heißt das, kein Serverbrowser? Kein Serverbrowser heißt es, ich kann überhaupt nichts mehr auswählen. Man kann mir nicht vorstellen, denn einen Spielmodus muss man sicher auswählen können. Die Frage ist, kann ich mir auswählen, auf welcher Map das ich spiele? Ist zwar auch wieder so eine Sache, die gar nicht so relevant ist, glaube ich. Weil, wenn man sich anschaut, kann man es nur von der Battlefield-Seite sehen. Wenn du jetzt den Serverbrowser aktiv hast und suchst eine Liste raus an Server, die eine bestimmte Map ist, gerade laufen haben, da passiert es wirklich sehr oft, dass du, während dass du joinst und bis du gejoint bist, dass die Sache eigentlich schon gelaufen ist und sowieso schon wieder entweder andere Map läuft oder die Runde gerade vorbei ist und du einfach nur mal das Schlussbild siehst. Also deshalb finde ich, das ist auch nicht ganz so eine dramatische Geschichte. Denn auch diese Custom-Server, wie wir sie bei Battlefield kennen, wird es ja bei Battlefront nicht geben. Zumindest gibt es da bis jetzt keine gegenteiligen Aussagen, dass es schon so sein könnte. Und andererseits, für was sollten wir das haben, denn es ist ja eh nichts verstellbar. Also ist es, glaube ich, auch irrelevant. Also somit fehlt dieser Punkt mehr oder weniger auch weg. Die Frage ist natürlich schon, wie funktioniert das mit dem Spielen mit meinen Kameraden? Ja, also das muss natürlich schon eine Möglichkeit sein, dass ich, wenn ich in einer Party bin und ich joine als Party oder eine Möglichkeit habe, mit meinen Kameraden gemeinsam einen Server zu erreichen. Aber ich denke, das sollte auch ohne Probleme gehen, denn das hat man jetzt ja auch schon an für sich, dass ich jemanden nachjoinen kann oder dass ich jemanden einladen kann auf einen Server. Also diese Funktionen, sollen die gegeben sind, mache ich mir jetzt nicht unbedingt Sorgen. Das richtige Squad-Play hat man ja hier bei Star Wars Battlefront ja auch nicht. Also das hat man nicht gesagt, man muss nicht unbedingt im selben Haufen sein, also im selben Squad. Man kann ja hier nur als Freunde herumlaufen, also in zwei Teams mehr oder weniger. Wo ist denn da ist der Gegner? Quatsch, daneben geschossen mit dem Raketenwerfer, aber ja weh.
Obwohl, und ein Teil muss man schon sagen, hat ja gesagt, nach dem derzeitigen Stand ist es so, natürlich nimmt man die Kritik der Community auf und schaut einmal drum. Aber wie gesagt, ich persönlich bin einfach der Meinung, dass es gar nicht so nötig ist. Oh, vor lauter Schauen auf dem Radar habe ich nicht übersehen. Ja, was will man denn wirklich damit? Was will man denn wirklich sehen? Welche Verbindungen, welche Server das macht? Man sieht man ja ein bisschen, wenn man spielt, ob es gut läuft oder nicht. Die Argumentation natürlich zu suchen, welchen Server und welches Dings. Man Electronic Arts hat ja gesagt, also Serverpause kriegen wir keinen, dafür wird es die Möglichkeit geben, oder dafür wird Star Wars Battlefront die Spieler zusammenwürfeln, je nach ihrer Leistung. Also dieses Matchmaking-System, was es da gibt, das heißt, ihr klickt jetzt drauf, dass ihr diesen Modus spielen wollt und aufgrund eurer Leistung wird ein Server gesucht, wo entsprechend Leute drauf sind. Wenn auch was dieses funktioniert, ist es noch einem Bewertungsdurchschnittssystem, das heißt, okay, wir haben es auf diesem Server, was über das Hausnummer 10 ganz gute, 5 gute und ein paar ganz schlechte, wird dann davon ein Durchschnitt gerechnet und werde ich dann entsprechend dann zugestuft oder wie auch immer das laufen soll. Finde ich ehrlich gesagt auch in Ordnung, wenn das so ist, denn ich denke mal, es ist wichtiger mit Leuten zu spielen, die auf meinem Level sind. Also wo einfach der Schnitt auf meinem Level ist. Da haben wir einen Feindkontakt oben, ganz bösen, zack, weg ist er. Oh, zu spät nachgeladen. Ist er zu spät abgekühlt, die Knarre. Also das finde ich wesentlich wichtiger als irgendwelche anderen Dinge, die eigentlich nicht so wirklich relevant sind. Denn der Spielspaß soll er gegeben sein. Es soll einfach lustig sein, das Spiel muss Spaß machen und es macht einfach nur Spaß, wenn ich Gegner habe, bei denen ich immer ein bisschen Land sehe. Ja. Man braucht es nicht erwarten, dass man jetzt dann der Mega-Skiller ist auf dem Server, aber ich denke mal, dass man schon ein bisschen Erfolgserlebnisse hat oder eine gute Mischung aus Erfolgserlebnissen und ja, aber auch vielleicht ja, Enttäuschungen ist schon in Ordnung, ja. Sagen wir es halt wirklich so ist, dass man immer wieder den Spaß findet, weil halt doch was dabei ist, was einem weiterbringt. Da kommt einer. Oh. Zu viele Gegner. Das Game ist sowieso so eine Sache, es polarisiert wirklich sehr stark. Was ja EA immer schon gesagt hat, dass Star Wars Battlefront eben kein Battlefield mit Star Wars Manier wird. Was einerseits gut ist, andererseits ist es schade, denn für mich persönlich, ich habe es eh schon mehrmals erwähnt, wäre das genau dieses Traumgame. Ein Battlefield in Star Wars Outlook? In Star Wars Outfit, so muss ich sagen. Aber ist es eben nicht. Andererseits ist es wieder gut, dass es vielleicht nicht so ist, weil man einfach schnell einsteigen kann, schnell entsprechend. Was ist so. Oh, da geht's wieder ab. Auf schnellen Wege mit einsteigen kann und problemlos hier seine Kämpfe absolvieren kann mit eben den typischen Star Wars Elementen und vor allem auch dem Star Wars Ambiente. Das ist ja das ganz das Wichtige. Ich glaube, das ist ja das, was die Leute haben wollen, die auf dieses Game stehen. Oh, der gezogen, jawohl. Oh, hat mich erwischt. Oh, gewonnen haben wir. Drop Zone Master. Ja, das hat sich ausgezahlt, wunderbar. Ja, mich würde es mal interessieren, wie schaut es da bei euch aus, zu dieser Servergeschichte, Serverlisten, Serverbrowser, ist das was Wichtiges für euch? Wenn ja, würde mich interessieren, warum ihr das braucht, warum ihr glaubt, dass ihr das braucht und wenn ihr es nicht braucht, ja, schaut euch mal die anderen entsprechenden Kommentare an und könnt vielleicht dann entsprechend dagegen wirken oder auch entsprechend dafür irgendwie was beitragen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, eine Runde Star Wars Battlefront hier ganz gemütlich gelaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.